Die Sommerferien stehen vor der Tür. Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen und Monaten zu langen Wartezeiten am Flughafen. Ist das Problem für den Urlaubsandrang behoben? Wir haben nachgefragt. Schon jetzt ist einiges los am Hamburg Airport, doch bislang läuft der Betrieb flüssig weiter. In weniger als 10 Tagen beginnen dann die Sommerferien. Trotz deutlich gestiegener Flugpreise rechnet man mit einer Hochkonjunktur am Flughafen. Sommerzeit ist klassisch Reisezeit, deshalb erwarten wir auch eine Spitze sozusagen an Passagieren. Bis zu 350.000 Passagiere pro Woche erwarten wir. Wir haben aus dem letzten Jahr auf jeden Fall viele Erfahrungen mitgenommen und setzen auf 2 Säulen. Das ist einmal viel Personal vor Ort. Also wir haben extra auch Servicepersonal eingestellt für die Sommerferien. Und wir setzen auch auf technische Lösungen. Unter anderem das Slot-and-Fly-Angebot, mit dem man sich an der Sicherheitskontrolle einen Termin buchen kann. Auch wird darum gebeten, aus Zeitgründen lediglich ein Handgepäckstück mitzunehmen und sich an die Vorgaben des Flughafens zu halten. Trotzdem kam es hier in der Vergangenheit, besonders in den Morgenstunden, immer wieder zu langen Wartezeiten. Es gibt Peakzeiten, wo viele Flieger ja abheben, das heißt mehrere Fluggäste halt auch, und das staut sich dann vielleicht auch mal. Das ist auch ganz normal. Andere Faktoren, Krankheitsfälle müssen wir kompensieren. Da hat der Dienstleister vor einiger Zeit Probleme gehabt, ja. Aber ich denke mal, wir sind ganz gut aufgestellt, und der Flugreisende selber kann sich natürlich jetzt optimal mit der Vorbereitung darauf einstellen, dass sie ja auch schneller durch die Luftsicherheitskontrolle durchkommt. So schön das auch klingt, ist die Devise trotzdem klar. Wer reisen will, sollte viel Zeit einplanen. Bereits ab 3.15 Uhr haben die Terminals während der Sommerferien geöffnet. Fluggäste sollten mindestens 2 Stunden vor Abflug am Airport sein.